heute mal wieder ein Let's Play von Skill Special Forges mit mir, euren Like Games 2015. Okay, erstellen wir gleich mal einen neuen Raum. Das hier ist so mein Lieblingsraum. So ziemlich. Machen wir mal hier ein bisschen rumpushen. Na gut. So, Spiel starten. So. Hier steht Rangers 101, das ist mein Clan. Ihr könnt auch dort beitreten bei diesem Clan. Ich zeige euch nachher noch, wie es funktioniert nach dieser Runde. Okay, warte auf Spiel. Oh, wollte ich. Missionsziel: Eliminiert alle feindlichen Einheiten. Es gibt halt auch mehrere Arten, wie man hier kämpfen kann. Entweder man macht Frontalangriff oder man macht sich ja von der Seite mehr. Allerdings finde ich hier von der Seite schießen viel besser. Eliminiert. Hier kann man solche Buttons gewinnen. Also das ist so ein Errungenschaften. Kann man hier am besten bekommen. Und so. Ja. Ich würde wahrscheinlich auch aufgefallen sein, ich habe mich mal ein bisschen neu ausgerüstet. Ich habe ein neues Gewehr, außerdem habe ich jetzt auch nicht mal diese komischen Bomben. Ich habe jetzt solche zwei kleine Granaten. Vorher hatte ich ja komische andere Bomben, wo ich auch immer nur eine pro Runde. Wow, jetzt habe ich gar nicht darauf aufgepasst. Hatte ich halt beim letzten Mal noch so andere Bomben. Aber auch egal, ich habe mich halt mal neu ausgerüstet. Und umso mehr Errungenschaften man pro Runde schafft, desto mehr Geld bekommt man auch, was man für den Shop braucht. War das eine schnelle Zone oder ein schnelles Ziel? Ach ja, auch egal. Dort. Ja. Man sollte halt etwas zielen, bevor man schießt. Wenn man jemanden trifft und der Gegner ist noch nicht tot, bekommt man im Nachhinein Punkte, wenn er von jemand anders umgebracht wird. Bei mir leckt. Granate fliegt! Werfe Granate! Granate fliegt! Granate! Die Errungenschaft Granate ist immer eigentlich relativ selten. Ja, denn man kann gut mit den Granaten hier umgehen. So ist es ja. Ich finde das Gewehr, was ich zurzeit habe, eigentlich relativ gut, weil ja, man kann gut damit zielen. Der einzigste Nachteil, zeige ich euch gleich mal, es geht halt beim Schießen so nach oben, denke ich mal. Das war bei meinem letzten Gewehr nicht Kontakt! Das ist halt auch scheiße, dass es so nach oben geht. Scheint abgeschaltet! Gib mir Deckung und erschwere mich! Weil es etwas laut hier das Geschießere, Digga. Ja. Hab ich überhaupt Granaten gerade? Hab ich die wirklich schon aufgebraucht? Ja. Anscheinend. Ich hätte zielen sollen. Na gut. Wie auch immer. Mal weg jetzt von dem Spiel. Ich will euch mal kurz erklären, warum ich jetzt so lange keine Videos rausgebracht habe. Bei uns hat es halt in der Küche gebrannt und deswegen habe ich jetzt in den letzten Monaten keine Videos rausbringen können, weil wir halt kein Internet hatten. Und da war das halt etwas scheiße. Oh, Messer. Auch gut daran.
Ja, aber jetzt werden wohl demnächst wieder mehrere Videos folgen. Ich bekomme zu Ostern außerdem auch Fallout 4, falls euch das interessieren würde. Könnt ihr es gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Dann würde ich auch Fallout 4 mal auf meinen Kanal stellen. Ich hasse es, wenn aber auch egal. Das passiert halt, wenn man sich auch was vorhabt. Was passiert, wenn man nur an den Waffen rumspielt, Digga? Und ich muss mich mal aufpassen. Wow, 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 wow. Ey, nicht schießen, ich bin dein Feind. Wurde der getötet? Und ich habe keine Punkte abbekommen. Oh, hängt ganz schön, deswegen kann ich nicht so gut zielen. Wie gesagt, nach der Runde zeige ich erstmal, wie das mit den Clans funktioniert. Rangers 101 ist außerdem mein eigener Clan. Ich und mein Bruder betreiben den Clan hier in Skill Special. Modus. Ja. Kommen zumindest Punkte, wenn der stirbt. Ja. Deckung, lade nach! Pusszeck, auch lustiger Name. Pusszeck. Wir werden Gegner eliminiert. Pusszeck. Kontakt. Ja. Oh, das passiert, wenn man vorrennt. Man verliert Haufen Leben. Ich habe jetzt 24 Leben, aber wenn ich hier so schieße, dann sollte ich eigentlich gar keine Leben verlieren. Dadurch, dass man hier eigentlich relativ durch die Kartons wir würde ich den hier töten, der vor mir steht. Oh, Haufen Errungenschaften, das ist ein bisschen Geld. Lade nach. Also nicht richtiges Geld, das ist. Oh, Märtyrer wird genug, oder? Was? Kein Märtyrer? Schade, ich hätte gerne noch Errungenschaft Märtyrer dazu gezählt. Ja. Feind ausgeschaltet. Lade nach. Wir werden angegriffen. Na, jetzt klingt das glaube ich gar nicht so viel. Granate fliegt. Von hier muss man mindestens Granate werfen, sonst trifft gar nichts. Und ich bin dumm. Ich weiß nicht. Yo. Ich weiß jetzt gar nicht. Es ist auch wichtig, dass ihr bei dieser Map immer den Lüftungsschacht bewacht, sonst seid ihr tot. Das kann man nicht anders sagen. Sonst seid ihr tot, Digga. Kontakt. Weil sonst schicken die hier mannweise voran. Und hier, das glaube ich gerade gesehen, ja, dann ist man killing. Was mir auch aufgefallen ist, bei solchen Baller-Games wie Skill Special Forges wird gern mal auf 18 gestellt. Ja, ich spreche jetzt nicht nur ausschließlich über Skill Special Forges, sondern auch Fallout. Das ist total harmlos, wie ich finde. Und ist trotzdem FSK 18. Das ist voll sinnlos, ey. Fallout wie Fallout 4 oder 3 finde ich gar nicht so schlimm, dass das FSK 18 sein muss. Fallout 4 bekomme ich erst zu Ostern, aber Fallout 3 spiele ich selber. Habe ich glaube ich auch schon Video auf meinem Kanal, weiß ich jetzt aber nicht direkt. Ja, ich habe halt auch viele Videos noch nicht veröffentlicht. Und ich hab gemerkt, ich quatsch schon wieder zu viel, da sterbe ich am Laufen. Mann am Boden. Davon kommt sowas. Sowas kommt davon, mein Gott. Boah, mein Deutsch ist schon wieder perfekt. Granate, Deckung! Granate! Ja, wir hatten heute schon wieder Latein halt. Gegner eliminiert! Ja.
Oh, am besten ich halt jetzt mal die Klappe hier. So, durch meinen Geballer wird. Wir können mir eigentlich auch so Spiele empfehlen, die ich mal auf meinen Kanal bringen soll. Ihr müsst mir nur Mission fehlgeschlagen. Wie ich unsere bekomme. Einheiten wurden eliminiert. Also jetzt zeige ich euch erstmal das, wie das mit den Clan-Beitritten geht. Boah, das dauert wieder ewig, das Laden. Oh, hier seht ihr meine Maus. Hier kriege ich Geld. Hier wird angezeigt, wie viel Geld ich bekomme. Warum? Und hier, wie ich mit den Level steige. Hier kann man halt zu Clans. Hier Rangers 101. Clanliste. Hier kann man Clan suchen. Mache ich jetzt aber nicht. Ich gehe zurück zur. Lade ich mal welche ein. Vielleicht kommen die ja nachher wirklich in den Clan. Können wir ja nachher hier mal checken nach der Runde. Können wir ja dann sehen. Okay, spielen wir noch eine Runde. Ich sollte wirklich mal notieren, was ich mir in den Let's Play sagen will. Hab schon wieder Hälfte vergessen. Ach, auch egal. So, warte auf Spieler. Und ich warte nicht, dass die Spieler kommen, sondern dass das Spiel anfängt. Da schieße ich ja eben die Fenster. Müssen wir mal nachgucken. Vielleicht sind die auch zerschossen. Sind die jetzt zerschossen? Kann ich schießen. Missionsziel. Eliminiert alle feindlichen Einheiten. Ich finde das irgendwie so fun, die Fenster zu zerstören, aber auch unnütze. Oh, da wollte mich schon wieder jemand killen. Komm, sterb. Ja! Düdüm. You are dead. Granate in Deckung! Komm. Mann! Digga, willst du nicht einfach sterben durch deine Granate, durch meine Granate? Durch meine Kamnaf, die wohl eher, so wie ich schon wieder spreche. Krüppeltürkisch oder wie? Das heißt, ja, komm. Okay. Warte. Hier kann man auch richtig Punkte machen manchmal. Granate fliegt! Wer oder doch nicht, ich bin immer ein Tod. Der Tod ist auch besser. Der Tod ist nämlich ein Leichnam wert. Da gibt es keinen Sinn, ich will es ey, nicht auf mir schießen, ich bin nur ein Fall. Granate! Nicht nach mir schießen, ihr braucht keine Angst haben, ich bin nur ein Feind. Granate fliegt! Wut! Doppelkill, geil! Mehrfachkill, auch gut. Durch Doppel- und Mehrfachkill und sowas bekommt man richtig Punkte. Ey, seid ihr blind, ihr! Ich will ja jetzt nicht beleidigt sein, aber ihr seid Biebs. Ja, didum. Ich finde meine Ausrüstung relativ gut. Ich bin irgendwie voll erschrocken, aber
Und genau das passiert, wenn alle an den Seiten lang laufen. Egal wo sie lang gehen, auf dem Lüftungsschacht oder dort an den Seiten Büros. Das passiert immer. In der Mitte kommen die Gegner durch. Ihr müsst immer abwechselnd machen. Einmal an der Seite, einmal Mitte. Kommt ihr auch überall lang. Ja, ich muss jetzt wahrscheinlich die Mitte verteidigen. Müssen wir mal gucken. Oh, doch. Was ist? Gegner eliminiert. Schaut mal, hier sind Blutflecken. Wenn ich sagen darf, sieht das irgendwie wie Tomatensauce aus. Hat hier jemand Essen schlafen gemacht oder was? Boah, ich erschrecke mich irgendwie immer, wenn ich sterbe. Mein schöner Mensch tot. Ach, auch egal. Ist ja noch ein Mensch. Ich hab das jetzt nie gesagt, okay? Gegner eliminiert. Lade nach. Kontakt. Feind ausgeschaltet. Und wieder der Schuss für mich. Also gegen mich. Ja, können wir. Ich gehe mal durch den Lüftungsschacht. Feindkontakt. Oder doch nicht. Gegner eliminiert. Boah, sterbt ihr. Granate fliegt! Granate fliegt! Feind ausgeschaltet. Ich will ja wirklich nichts Dummes oder Beleidigendes sagen, aber die roten Bänder dort erinnern mich an die Sozialnationalisten oder wie das heißt. Granate in Deckung! Aus dem Film, oder? Wie gesagt, ich will damit keinen beleidigen, aber ist irgendwie so. Ich mag die Uniform irgendwie nicht. Sieht die Punkte aus. Gegner eliminiert. Boah, ey. Jetzt muss man wahrscheinlich nicht mehr so vorsichtig sein. Normalerweise, wenn ich Kindesplay aufnehme, gehe ich immer so um die Ecke, damit ich gleich gezielt habe, wenn dort ein Feind um die Ecke gerast kommt. Den kenne ich so viel, hier zu stehen und zu schießen, wenn die alle dort um die Ecke rennen. Sind ein paar Wachematen. So. Granate fliegt! Werfe Granate! Wow! Boah, WTF, ey! Habt ihr gesehen, wie viele Errungenschaften mir das gebracht hat? Geil! Einfach nur cool. Also das bringt mir wahrscheinlich auch eine Menge Geld hier für das Spiel ein. Los, los, los! Hey, ich wollte mir nochmal das Bild anschauen. Habt ihr das Bild gesehen? Sah aus wie ein Hippie-Penner. Ich will ja nicht ganz verteidigen, aber ich sag ja bloß. Wir werden angegriffen. Feind ausgeschaltet. Ich rennt hier rum, ich mache mich aufs Schießen gefasst und dann tötet mich. Ja, danke Spieleentwickler, dass ihr mich so hasst. Feindkontakt. Nee, nur Spaß. Ich mag das Spiel eigentlich. Eins der besten Spiele. Wird irgendwie auch nicht so schnell langweilig wie Fallout 3, wenn man es einmal durch hat. Wisst mal, was geschieht. Hier kann sich die Handlung jederzeit verändern. Ihr müsst mir auch mal sagen,
ob ich mal neue Spieler hier vorstellen soll und wie sie heißen und ja, wo sie gibt und so alles. Sonst weiß ich nicht, was ich machen soll. Weil immer aus Skills Special Fortress wird, glaube ich, irgendwann langweilig. Oh, kriegen wir immer viel Geld ein. Errungenschaften hier zu stehen. Wo ich es eigentlich bis jetzt immer nutzlos finde. Die Let's Plays lernen auch mich was. Obwohl ich sie mache. Wir werden angegriffen. Zum Beispiel, dass die meisten Gegner blinder als ein Toast sind. Und ein Toast hat nicht mal Augen. Wie ich sagte, ich will niemanden beleidigen, aber ich sag ja bloß. Unter schwerem Beschuss! Okay, mir ist gerade aufgefallen, wir sind am Verlieren. Hier seht ihr mal alle Kills. Ich habe 11 Kills, 6 Assists. Granate in Deckung! Und selbst bin ich 12-mal getötet worden. Ja. Bringen wir wahrscheinlich doch nicht so viel ein. Ja. Punkte habe ich 570. Oben das rote Kästchen, das oben links das rote Kästchen sind unsere Punkte. Wir sind drei runter. Mission fehlgeschlagen. In Rückstand und jetzt unsere Einheiten wurden eliminiert. Wir beten zu Gott. Also, also. Nee, das spannend. Okay. Es lädt. Ich bin so geil, dieser Typ. So, jetzt habe ich gesagt, wollte ich noch mal beim Clan gucken. What? Einer hat meinen Clan verlassen. Das ist ja eine Frechheit. So echt, das geht gar nicht. Oh, ich habe eine neue Clan-Anfrage. Wie ich sagte, was habe ich denn nicht vorhin schon bestätigt? Ist er gegangen und wieder gekommen? Okay. Na gut, wenn das so mag, aber. Hungary. Okay, ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht, was der hier will von mir. Mein Englisch. Okay, das war's dann erstmal von Skill Special Fortress mit mir, Like Games 2015. Wie gesagt, ihr sollt mal meinen Clan bei Skill Special Fortress, wenn ihr selber habt, Rangers-101 beitreten. Und dann war's das für heute auch erstmal. Ich werde fleißig weiter Videos drehen, damit ich die verpassten erstmal wieder reinbringe. Und dann sage ich auch tschüss und bis zum nächsten Mal.